passend zur Jahreszeit habe ich für meine kleine Gartenlesung heute das Thema Rhabarber ausgewählt. Die Geschichte, die ich vorlesen werde, ist dem kleinen Büchlein Die neue Gartenlust von Johannes Roth entnommen. Rhabarber verlangt nach Wein. Noch warm schmeckt der Rhabarberkompott am besten. Falls es nicht mit Wasser gekocht, sondern bei milder Hitze in einer fruchtigen Spätlese geköchelt wurde, von der die Hausfrauen und besonders ihre Männer meinen würden, sie sei zu teuer für die Verwendung am Herd. Andersherum ist es richtig. Für billigen Wein ist der reife Rhabarberstängel zu schade. Es gilt immer dasselbe Gesetz, in der Küche wie im Garten wie am Schreibtisch. Ohne gute Zutat kein gutes Ergebnis. Lauwarm wird auch der Rhabarberkuchen gegessen, falls das Gemüse, Rhabarber ist Gemüse, nicht grämlich in einem Hefeteig steckt, sondern auf Mürbteig gebettet wurde. Bevor dazu die Flasche Pinot d'Alsace geöffnet wird, eine füllige Reserve aus einem guten Jahr, die der nervösen Säure des Rhabarbers ihre sanfte Kraft entgegenstellt. Bevor wir uns zu Tisch setzen, gehen wir in den Garten. Zwei Pflanzen waren schon im Februar mit einer Warmhaltepackung aus Laub, Mist und wachsender Folie versehen worden, damit sie möglichst bald ihre kleinen, knittrigen Blätter auf breiten, kantigen Stängeln zu Elefantenohren entfalten. Die anderen beiden Stöcke blieben ungeschützt den frostigen Launen des Frühlings ausgesetzt. Sie schießen viel später ins Kraut und liefern ihre Mineralstoffe, ihr Vitamin C und Provitamin A, die erfrischende Apfel- und Oxalsäure bis in den Sommer hinein. Dass der Rhabarber der Verdauung förderlich ist, wussten die Chinesen schon vor 4000 Jahren. Sie trockneten die Wurzelknollen für ein Magenpulver und tun es noch heute, auch um den Präparaten der europäischen Pharmaindustrie die Substanzen zu liefern. Vormals hatte die russische Krone das Monopol für den Ost-West-Handel mit diesem Abführmittel. Der moskowitische oder Kronrhabarber wurde über die Seidenstraße aus den Gebirgen Asiens importiert und war, wie es scheint, in feineren Hauswesen des deutschen Bürgertums ganz selbstverständlich im Gebrauch. Das Grimmsche Wörterbuch zitiert Wieland, wenn er zu lange versäumt hatte, Rhabarber zu nehmen. In die deutschen Gärten gelangte der Rhabarber erst im vergangenen Jahrhundert als Zierpflanze, als eine Art Herkulesstaude. Es muss der Medizinalrhabarber gewesen sein, Rheum palmatum, dessen 2 bis 3 Meter hohe rotblühende Subspezies Tanguticum noch immer als prächtigste unter den Zierrhabarbern gilt. Es dauerte eine Weile, bis sich von England und Frankreich her die wahre Bestimmung des Knöterichgewächses herumsprach, bis der krause Rhabarber Rheum undulatum seinen Siegeszug in der Frühlingsküche antrat. Ein Appetitlexikon der wilhelminischen Zeit meldet, in Brüssel nahmen die Gemüsegärtner den Rhabarberanbau im Jahr 1826 auf. Am Rhein, Düsseldorf, zieht man die Pflanzen seit 1880 und in Dessau kamen sie zuerst 1894 auf den Markt. Karl Friedrich Rumohr, der die zweite Auflage des Geistes der Kochkunst 1832 zum Druck gab, handelt von Kohl und Rüben, Pastinaken, Lattich, Sauerampfer. Den Rhabarber hat er noch nicht gekannt. Eugen von Ferst erwähnt den Rhabarber 1851 in der Gastrosophie oder Lehre von den Freuden der Tafel, nur als eine britische Absonderlichkeit. Erst die Notzeiten dieses Jahrhunderts ließen den grünen Riesen unter den Küchenfenstern richtig Fuß fassen. Nach dem Krieg haben wir das Rhabarberkompott zum Grießbrei gegessen, natürlich in Wasser zerkocht. Auch am Zucker musste gespart werden, sodass die Zähne stumpf wurden und die Löcher in den Wollstrümpfen sich nur so zusammenzogen. 3 oder 4 Grundregeln hat der Rhabarbergärtner in Krieg und Frieden zu beachten. Die gekaufte oder von einer älteren Pflanze abgestochene Knolle wird in tief gelockerte, mit viel halbgarem Kompost und organischem Dünger angereicherte Erde gelegt. Allerdings nur knapp unter die Oberfläche. Ideal ist ein feuchter Platz in der Sonne, doch den Halbschatten unterm Apfelbaum nimmt der Rhabarber klaglos hin. Im zweiten Sommer kann schon vorsichtig geerntet werden. Die Blattstiele werden mit einer drehenden, ruckartigen Bewegung vom Wurzelhals gelöst, auch bei ausgewachsenen Pflanzen nie mehr als 3 oder 4 pro Woche. Vor allem werden jene Stängel sofort entfernt, an denen sich der dicke Blütenknüppel zeigt. Das Blühen schwächt, der Samen ist kaum brauchbar. Von
Ende Juni an wird der Stock geschont. Nicht so sehr deshalb, weil die Stiele nun holzig werden, sondern weil die Pflanze Rücklagen schaffen muss für nächstes Jahr. Der Rhabarber ist ein Starkzehrer. Zu Deutsch, er will von März bis Juli gedüngt und in trockenen Wochen gewässert werden. Das Wasser muss aber abziehen können. Staunässe lässt die Wurzelrhizome faulen. Ins Einzelne gehende Fragen beantwortet der Nutzgarten von Hermann Link und Winfried Titze. Die beliebteste Sorte ist das Holsteiner Blut. Andere heißen Elmsjubiläum, rotstielige Victoria. Der grünfleischige Rhabarber ist schön sauer. Der rotfleischige macht dem Auge zumindest einen milderen Eindruck. Vor Zeiten haben die Griechen der Pflanze den Namen gegeben. Rhabarber, Wurzel der Barbaren, der unverständlich Redenden. Rhabarber, Rhabarber rufen die Kinder, wenn ihnen das Gerede der Erwachsenen gar zu komisch klingt. Rhabarber, Rhabarber, wenn der Vater im Sessel den Leitartikel liest. Für die Küche gibt es verständliche und weniger verständliche Rezepte. Kalte Rhabarbersuppe, warme Rhabarbersoße zum Kabeljau, Rhabarbergemüse zu Schweinelende, Rhabarber im Omelett, Rhabarbersorbet. Die Krönung aller Experimente ist der elsässische Rhabarberkuchen, der goldgelb in Wilsbergers Gourmet-Magazin dampft. Der geht so. Dicke reife Stiele von 2 Kilogramm einer rotfleischigen Sorte schälen, in kleine Würfel schneiden. Mit 300 Gramm Zucker über Nacht stehen lassen. Eine Backform mit Mürbteig auslegen, die abgetropften Rhabarberwürfel auf dem Teig verteilen und eine gute halbe Stunde bei 200 Grad backen. 3 Eigelb mit 3 Esslöffeln Zucker aufschlagen und einem 8 Liter Sahne oder Crème fraîche mischen. Auf den vorgebackenen Kuchen gießen und nochmal 10 Minuten in den Ofen schieben. Kurz ruhen lassen. Warm auf den Tisch. Der süße Wein dazu muss kalt